Wird die Welt am 17.09. untergehen? Das sagt uns der Film Leaves the World Behind. Wir haben schon sehr viele Daten erhalten, wo die Welt angeblich untergehen sollte. Und so gehe ich mal davon aus, dass dieses Datum auch nicht stimmt. Aber, es gibt eine besondere Botschaft in diesem Film, auf die niemand achtet und die das Wichtigste überhaupt ist. Und ich werde euch heute anhand vieler Hinweise, auch anhand der Easter Eggs, werde ich euch in diesem Film erzählen, um was es tatsächlich geht. Und das ist für die aktuelle Zeit für uns alle besonders wichtig. Das ist überhaupt das Essentielle, der essentielle Punkt, damit wir hier weiterkommen. Also sei sehr gespannt auf dieses Video und auch auf die Botschaft der Schöpferengel, die wir am Ende des Videos hören werden. Bevor wir jetzt beginnen, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass ich unter diesem Video Links eingefügt habe, die kostenlose Angebote von Smarana enthalten. Die kannst du dir ruhig gerne mal anschauen. Und dann möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass wir Ende Juni, 29. und 30. Juni, das Smarana Festival in Kirchheim haben bei Bad Hersfeld. Und dort werden wir zusammen mit den neuesten, geheimsten Techniken der geistigen Welt wirken. Wir werden in die Zeitlinienstrukturen hineingehen und vor allen Dingen den Frieden auf die Erde bringen. Wir werden die Kriegsenergien transformieren und natürlich auch Chemtrails und alles andere, was so uns noch in der Luft begegnet und uns ja eigentlich krank machen möchte. Also komm unbedingt zu diesem Festival. Hier ist der Link. Da kannst du dich gleich anmelden. Ich freue mich schon sehr auf euch und es haben sich auch schon sehr viele angemeldet. Wir werden eine wundervolle Gruppe sein. Und dann möchte ich euch noch sagen, wir haben ein sehr wichtiges Webinar. Nämlich geht es darum, dass du ein Bewusstseinstraining über die Zirbeldrüse erhältst. Und auch das habe ich hier angepinnt. Es ist ganz wichtig, dass du was für dich tust und dann auch mit diesem erweiterten Bewusstsein viel mehr Dinge erkennst, die für dich wichtig sind. Aber halt, ich muss noch was sagen, bevor wir jetzt richtig beginnen. Dieser Film hat es tatsächlich in sich, wenn man den richtig anschaut und wenn man ihn auch analysiert. Es ist wichtig, die Zeichen richtig deuten zu können und letztendlich, wenn man mit den richtigen Augen schaut, wird man erkennen, dass der Film eine ganz positive Botschaft hat. Denn er ermuntert uns oder erinnert uns daran, uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Er warnt davor, gegeneinander zu kämpfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist für mich die Hauptbotschaft in diesem Film. Wenn du ihn anschaust, ist es in erster Linie das Negative, was dich so einnehmen möchte. Und wir werden auch die negativen Dinge anschauen. Die müssen wir uns anschauen. Aber das Positive sollten wir niemals vergessen. Das Positive an diesem Film ist die Aufforderung, dass wir uns gegenseitig helfen sollen in jeder Beziehung. Und umso schlimmer es werden würde, müssten wir uns umso mehr helfen. Der Zusammenhalt der Menschen, das Miteinander, das Mitgefühl, die Liebe untereinander, die Dankbarkeit, das ist die Hauptbotschaft von diesem Film. Obwohl er sehr dramatisch ist, sehr brutal und die anderen Botschaften, die ihr auch gleich sehen werdet, sind zum Teil sehr makaber. Aber auch das muss man anschauen und im Hinterkopf behalten, dass wenn wir es nicht schaffen, miteinander liebevoll zu sein und uns zu unterstützen, das andere geschehen könnte, das Negative. Und wenn du mit diesen Augen den Film anschaust oder jetzt auch mein Video anschaust, wirst du genau erkennen, was ich meine. Also, und jetzt geht's los. So, und jetzt möchte ich gerne auf das Thema dieses Films kommen, der ja uns suggeriert, dass also die Welt am 17.09. untergeht. Ich zeige euch gerade mal das Datum aus dem Film. Es ist ein bisschen, ich gehe mal hier rüber, dass ihr mich seht, es ist ein bisschen, sage ich mal, nicht so scharf geworden, aber ihr seht genau, da steht 17.09.2020.
24, das ist ein bisschen verschlüsselt, aber wenn man genau hinschaut, kann man das also sehen. So, das ist jetzt der Beweis, könnte man sagen, dass also hier auf den 17.09. abgezielt wird. Und ja, das Thema, dass die Welt untergeht, wir wissen alle, dass es dafür kein Datum gibt und dass die Welt auch so nicht untergeht. Aber die Frage ist, warum war Obama an diesem Film beteiligt? Warum gerade er? Was weiß er denn Näheres? Und er ist ja immerhin in den Regierungsgeschäften sehr bewandert, sag ich mal. Und wir haben aber auch gelernt, und das ist jetzt ganz wichtig, dass die Gegenseite über Filme oder über Videos, über die Sänger und Stars zu uns spricht. Und zwar, sie zeigen an, was sie vorhaben, um eben ihr Karma abzubauen. Dann können sie nämlich sagen, wir haben es euch doch gesagt, warum habt ihr nicht hingehört? Und deswegen ist die Deutung, die ich über diesen Film habe, für uns so, so wichtig, weil da gar niemand drauf achtet und weil das genau der Punkt ist von der Gegenseite, den wir erkennen sollten. Und das hat nichts mit Negativität zu tun. Du brauchst jetzt absolut keine Angst zu haben, sondern es geht hier um das Erkennen, was wir zu tun haben, damit die Welt nicht untergeht. Und das werde ich euch erklären. Vorher werden wir allerdings uns dennoch die gruseligen Sachen anschauen, damit wir verstehen, wie die Menschen, die diesen Film sehen, in den Bann des Negativen gezogen werden und das übersehen, was auch in dem Film gezeigt wird, nämlich etwas ganz Positives, ein Hinweis darauf, was wir zu tun haben. Jetzt schauen wir uns erstmal ein Short an und nehmt es, seid ganz neutral, schaut es euch einfach an und danach spreche ich dann weiter mit euch über die anderen Dinge. Ich schalte jetzt mal um. Und hier ein. Warum zum Teufel produziert ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten einen Film, bei dem es um Weltuntergang bzw. Untergang der Zivilisation geht? Auf Netflix, der jetzt rausgekommen ist, der heißt Leave the World Behind. Sehr viele okkulte Symbole im Jahr 2024, die Zivilisation endet. Und zwar durch eine riesige Cyberattacke. Die Namen, wie sie übereinander geschrieben sind, bei Julia Roberts und man stoppt bei dem B. Man geht jetzt direkt runter auf den nächsten Buchstaben, es ist ein A. Und man geht nochmal eine Zeile runter, bei Ethan Hawke ist es nochmal ein A. Und dann bei Mihala ist es direkt runter ein L. Diese vier Buchstaben bedeuten Baal. Baal-Dämon ist das Oberhaupt der höllischen Macht. Okkult. So, jetzt höre ich mal auf. Jetzt schalte ich mal wieder um. Es wird ja also sehr auf das Negative geachtet und tatsächlich sind ja diese Dinge jetzt da und ihr wisst, es gibt keine Zufälle. Also sind das auch Hinweise, dass da etwas Dämonisches geschehen könnte, dass ein Cyberangriff geschehen könnte. Das will dieser Film vordergründig uns sagen, wenn wir dies oder das nicht tun. Und dazu werde ich am Ende des Videos kommen, damit du verstehst, um was es überhaupt geht hier. Und darum geht es eigentlich schon die ganze Zeit. Es war nie etwas anderes. Nur die Menschen müssen es einfach verstehen. In diesem Film sind verschiedene Dinge versteckt. Da mache ich jetzt auch gleich nochmal ein Video auf, das ihr euch anschauen könnt. Man sagt dazu Easter Eggs, also Ostereierchen, die da versteckt sind, Hinweise darauf, symbolische Hinweise, das hat er jetzt ja auch gerade erwähnt, die zeigen, dass also da was Schlimmes geschehen könnte. Und auf dieses Könnte müssen wir besonderen Wert legen. Jetzt schalte ich mal das andere Video noch ein. Hört es euch mal an. Das hier. With Julia Roberts, Ethan Hawke, and Mahershala Ali in the lead roles, Sam Esmail is the writer and director of Leave the World Behind, one of the films under Netflix's multi-picture producing agreement with Barak and Michelle. Hier seht ihr die zwei, also die hier da mit produziert haben. Und es gibt dann auch noch einen anderen Film, der heißt Mr. Robot, der von dem gleichen wie heißt er jetzt, Mahala Ali oder Sam Esmail, dem Autor, der das also da auch schon mal aufgefasst hat und wieder in diesen Film reinbringt.
Und es geht einfach darum, dass mehrere Illusionen und Parallelen zu einem früheren Programm vermittelt werden, wie, und jetzt kommt etwas Wichtiges schon, wie die Gesellschaft Medien interpretiert und konsumiert. Merkt euch mal den Satz. Wir schauen noch mal weiter an. Jill Obama. Esmail is well known for developing the drama jetzt kommt es mit Esmail, Mr. Robot. In fact, Leave the World Behind has multiple allusions and parallels to his former program. As it conveys a message about how society interprets and consumes media, Leave the World Behind also makes references to a number of films and television. Hier wird auch gesagt, dass es also noch auf andere Filme hingewiesen wird, zum Beispiel die Serie Friends, die immer dieses Mädchen anschaut. Shows, including Friends. Astute viewers will also notice numerous instances of deft foreshadowing, intriguing symbolism, and shifting imagery in Leave the World Behind. The collapsing Jenga. Das hier ist wichtig, dieser Menga-Turm heißt das, glaube ich. Das ist so ein Spiel, dass man da immer einzelne Klötzchen rauszieht und letztendlich zerfällt dieser Turm in dem Film symbolisch dafür, dass also alles auf der Erde zusammenstürzt. Mehr brauchen wir jetzt eigentlich auch gar nicht mehr zu gucken. Also ihr seht, Husband and wife Clay and Amanda Sanford, played ja, by Ethan Hawke and Julia Roberts, genau, erst are soon playing Sekuk the board game Jenga, where participants must remove. Das seht ihr jetzt also, wie die damit spielen und später stürzt er ein. One wooden block from a tower at a time until it enviably collapses. This Jenga game cleverly foreshadows the societal collapse that Leave the World Behind is building towards. Later on, when the characters witness the announcement of a national emergency on television. Und später kommen also diese Nachrichten im Fernsehen über dieses über die Katastrophe, die also da angebrochen ist in diesem Film. Genau, jetzt wisst ihr also, was ich meine und habt gesehen, wie dieser Film aufgebaut ist und auf was man jetzt achtet, wenn man im 3D-Denken ist. Und davon wollen wir uns ja lösen. Weil das 3D-Denken ist nur auf der Angst aufgebaut. Angst, Beeinflussung, Zweifel, Macht ausüben über die anderen. Mir ist aufgefallen, es gibt ein Datum, das zeige ich euch jetzt auch nochmal, das ist später. Moment, ich schalte nochmal um. Da hat das WEF ein Meeting angesetzt von den 23. bis 27. September diesen Jahres. Und das ist irgendwie so nah zusammen zu dem 17. September, möglicherweise gibt es da einen Zusammenhang, wer weiß, was die da wieder besprechen. Ja, das hat ja immer sehr schöne Namen, ja, Nachhaltigkeitsentwicklung hört sich gut an, aber ihr wisst ja, was die Grünen da alles so daraus machen. Also jetzt mal das nur so nebenbei, was da wieder beschlossen werden könnte, was uns also in unserer Freiheit einschränken möge, könnte. Ja, und jetzt kommen wir zu den für mich wichtigsten Punkt, was niemand beachtet oder wenige wissen, wenige beachten. All das in dem Film, was hier gezeigt wird, hat auch eine Gegenseite. Und das ist der Punkt, wo wir darauf achten sollen. Und zwar wird dargestellt, ich habe davon leider keinen Ausschnitt, aber es wird dargestellt, dass die Menschen erkennen sollen, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Das wird in diesem Film gesagt, explizit gesagt, und man sieht auch die Szenen dazu, wie man sich, wie alte Freunde plötzlich böse gegeneinander werden und sich mit dem Gewehr bedrohen. Das heißt für uns die Botschaft: Kämpft nicht gegeneinander, sondern begegnet euch in Achtsamkeit. Akzeptiert euch, helft euch, unterstützt euch gegenseitig. Und das ist das, was unserer Gesellschaft zum größten Teil fehlt. Die Menschen werden in Angst gehalten. Die Menschen werden unterdrückt. Ihnen wird erklärt, ihr seid krank, ihr könntet sterben und der Krieg und alles Mögliche oder jetzt hier dieser Cyberangriff. All das sind Dinge, die uns davon wegbringen, zusammen eine schöne Gemeinschaft zu sein, weil jeder für sich
sich zurückzieht, auch durch diese ganz neue Technik mit diesen vielen Spielen oder was da alles angeboten wird, das bringt die Menschen weg von ihrer Seele, weg von der Familie, weg von ihren Freunden. Und in dem Film wird gesagt, wache auf und erkenne, dass dies nicht der Weg ist, den du bereits gehst, wenn du sehr viel im Internet bist, also wenn du sehr viel Spiele machst, wenn du, so wie die Schlussszene, da sieht man ja das kleine Mädchen, was endlich wieder ihre Serie Friends gefunden hat in diesem Bunker, wo es Zuflucht, ganz alleine Zuflucht gefunden hat und dann eben Chips isst und diesen Film anschaut. Das ist die Situation, die wir gerade auf der Erde haben. Wir schauen doch alle irgendwie Netflix oder andere Filme, also viele, viele, viele von uns, sage ich jetzt einfach mal so. Und ich spreche nicht vom Fernsehen. Ich spreche einfach von den Medien, die das Fernsehen abgelöst haben. Und wir lassen uns berieseln und erkennen nicht, dass vielleicht ein Abend in der Familie, wo man gemeinsam ein Spiel spielt, wo man sich gemeinsam unterhält oder vielleicht einen Abendspaziergang macht oder auch am Tag Dinge gemeinsam tut, dass die viel wichtiger sind und dass die dazu beitragen, dass wir in der Familie, der kleinen Familie und in der großen Menschheitsfamilie wieder zum Mitgefühl, zur Hilfe und Unterstützung finden. Und wenn das gelingt, wird am 17. nichts passieren. Das ist nur ein Datum. Vergesst dieses Datum. Wird der Krieg ein Ende haben? Und wer den Film, den das Video gesehen hat mit Peter Denk, wo wir auch darüber sprechen, wie es weitergeht, der weiß genau, was ich meine. Es ist einfach wichtig, dass noch viele, viele Menschen aufwachen. Die Erde möchte gerne aufsteigen, aber wir brauchen noch die Unterstützung. Und es wird keinen Krieg geben, wo viele Menschen sterben, weil die Menschen dann fehlen für den Aufstieg. Wir brauchen die Menschen. Also seid entspannt und richtet euren Sinn immer auf das Positive aus. Und kommt zum Smarana Festival, ganz, ganz wichtig, denn dort werden wir zusammen für den Frieden wirken. Ganz, ganz wichtig für unsere Zukunft. Wir alle Menschen sollten wieder lernen, diesen Umgang miteinander, diese Hilfsbereitschaft und Liebe zu fördern. Das ist letztendlich die Botschaft von dem Film und da kommt niemand drauf, weil jeder dran denkt, die Welt geht unter. Ja, und jetzt lade ich euch ein zu einer wunderschönen Botschaft, die wird euch nochmal das Herz berühren, das Herz öffnen. Die Schöpferengel werden zu uns sprechen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude dabei. Ich habe hier das Auraspray der 999, dann habe ich hier das Auraspray für Gedankenklarheit. Ganz wichtig, Gedankenklarheit, denn je klarer deine Gedanken sind, umso besser bist du ausgerichtet und alles, was außen herum ist, kann dich nicht erreichen. Und dann eben hier Auraschutz in der großen Flasche, weil Auraschutz kann man nie genug haben. Und wenn du dich interessierst, ich habe hier auch noch was ganz Wichtiges. Hier der Matrix Breaker, das ist eine CD mit einem Büchlein, was du auch abends anhören kannst, um dann zu sehen, ruhig zu schlafen und deinen Weg leichter durch diese Welt zu finden. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude bei dem Channeling. Genießt die Worte und die Energien und schreibt mir bitte unter das Video, was ihr davon haltet, von meiner Theorie oder von meiner Entdeckung und teilt das Video, damit möglichst viele Menschen davon erfahren. Geliebte Menschen, Herzensmenschen, Menschen der Erde. Die Energie der Liebe strömt durch jedes Wort zu euch und ich, Monika Nirjana, bin verbunden mit den Schöpferengeln aus Gottes Gedankenfeld.
Und diese Schöpferengel geben mir die Worte und die Energien, um euch alle und besonders dich heute zu unterstützen. Und so fließt die Energie zu dir. Sie erreicht dein Herz, wenn du bereit bist, dein Herz zu öffnen. Und so nimm einen tiefen Atemzug und entspanne deinen Körper. Entspanne dich, Körper, Geist und Seele, um zur Ruhe zu kommen und um zu fühlen, dass in dir so eine große Kraft liegt, eine sehr große Kraft, die dich trägt und liebt und dass diese Kraft Gottes Liebe ist. Denn die Energie aus Gottes Liebe begleitet dich durch dieses Leben. Und du hast ganz bewusst entschieden, in dieser Zeit zu inkarnieren, um dabei zu sein, wenn das Große geschieht. Um dabei zu sein, wenn sich alles zum Guten wendet. Dabei hat deine Seele gewusst, dass es zuerst genug zu tun gibt, um aufzuräumen, damit das Neue kommen darf. Und so hat ein jeder von euch sehr starke Kräfte in sich. Ein jeder von euch trägt Mittel, Fähigkeiten, Energien und Wissen in sich, die benötigt werden. Und so verstehe den Ruf in deinem Herzen, dieser Impuls deiner Seele, der dir sagt, komme, sei bereit und werde aktiv. Die Zeit ist jetzt, dass du das Werk vollendest, denn deswegen bist du hierher gekommen. Und so beginne zuerst damit, mit dem Mitgefühl, mit der Freundlichkeit und der Akzeptanz deiner Mitmenschen. Wenn ihr euch alle in Liebe und Frieden begegnet, kann sich das Licht ausbreiten. Und das ist deine Aufgabe. Und du wirst jetzt selbst in deinem Herzen spüren, was für dich der nächste Schritt ist, wie du diese Energie halten kannst. Und wenn du es erreicht hast, dass diese Energie immer bei dir ist, du positiv denkst, positiv wirkst, dass deine Taten positiv sind, dann wird sich alles positiv verändern. Und so ist jeder Gedanke von dir wertvoll und wichtig. Und so werden wir nun in deinem Körper das Zentrum deiner Schöpferkraft mit Liebe berühren, wenn du es erlaubst. Und diese Liebe wird dir die Kraft geben zu wirken. Und so nimm nun diese Energie an, die wir dir gerne senden. Gib uns ein Ja, wenn du einverstanden bist. Und so fließt jetzt diese Energie zu dir direkt in deinen Bauch. In deine Kraft, direkt in dein Herz, in deine Liebe, direkt in deinen Kopf, in deinen Geist. Und so verbinden sich Körper, Geist und Seele zu einer Einheit, zu immenser Stärke und Kraft. Gesegnet sei dein Sein, gesegnet seien deine Gedanken und Taten. Du wirst gebraucht und bist unermesslich geliebt. Die Schöpferengel verabschieden sich von dir, voller Liebe. Es war eine sehr schöne Botschaft und ich glaube, ihr wisst genau, was die Engel meinen. Ich danke euch sehr, dass ihr heute hier wart.
Gerne dürft ihr meinen Kanal abonnieren und auch teilen und schreibt mir bitte unbedingt alle, was ihr davon haltet, unter das Video in die Bemerkungen. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe, bis dahin.